Geiler Lambo, Alter. Was macht er hier? Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Motorrad Mittwoch. Und heute bin ich mit Pascal und Flo unterwegs. Pascal kennt ihr schon aus dem Frankreich-Video. Flo habe ich heute auch erst kennengelernt. Fährt auch 125er noch, macht aber gerade den großen Schein. Hilpertsau, da wohnen Freunde von mir. Ich war hier trotzdem zum ersten Mal mit dem Motorrad lang. Also ich kenne die Strecke auch nicht. Bisher war es aber echt schön. Schon ein paar Kurven und durch den Tunnel geballert. Das hat richtig Spaß gemacht. Und jetzt mal sehen, wo wir heute noch so landen. Ganz schön was los hier, du. Oh, das macht Spaß, hier in der Gruppe zu fahren. Die beiden haben Sena, die können sich auch unterhalten. Ich muss mir das auch mal besorgen, aber es ist halt nicht so günstig, ne? Steht auf dem Wunschzettel für Weihnachten. Vielleicht kommt es aber auch schon früher, schauen wir mal. Oh. Ja, die Strecke durch den Ort hier war jetzt so mittelspannend, ne? Aber mal sehen, wo wir noch landen. Das sieht auf jeden Fall ganz geil aus, da mit dem Fels und so. Also... der Schwarzwald hat schon echt verdammt viele schöne Seiten. Hier rechts von mir der Fluss. Den seht ihr jetzt wahrscheinlich nicht wegen dem Zaun da, aber sieht alles echt ganz geil aus. Hui, hui, hui. Vollbremsung hier. Nur Knete im Kopf. Ich bin ganz froh, dass ich keinen Sehner habe gerade. Also Pascal hat gerade auch gesagt, dass ich unbedingt einen Sehner brauche. Ich glaube es auch. Mal sehen, ob ich mir das demnächst besorge. Ich habe auch schon rausgefunden, wie man dann einen Motovlog machen kann, wo man die anderen dann quasi auch hört. Also das müsste auch gehen. Dann könnten die auch was erzählen. Wäre vielleicht auch ganz lustig. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das gerne sehen würdet. Weil wir haben auch schon mal überlegt, eine längere Tour zu machen nach Frankreich. Hätte ich ziemlich Bock drauf. Wollt ihr nicht zur Edeka? Naja. So. Wo geht's jetzt lang? Ah, okay, ich sehe schon. Ich habe mich schon gewundert. Eine Minute, 37 Sekunden später. Schicke BMW. Was ist das für ein kleiner Hobel? Geiles Teil. Simson oder so vielleicht. Ganz nett. Es ist schon herrlich. Oh, der ist auch ganz entspannt unterwegs hier. Moin Meister. Da eine geile Eisenbahnbrücke hier über den Fluss. Oh, ist das schön, du? Ist das schön? Da zieht er vorbei. Sehr geil. Das macht schon Spaß, so hier mit ein paar Leuten zu fahren. Ist was anderes als alleine unterwegs zu sein. Hat beides was. Oh, schöner T3 Doka Pritsche. Da und irgendwo da hoch auf den Berg fahren wir. Guck mal, dieser krassen Felsen hier. Das haben die hier alles reingeschlagen, damit da der Zug lang fahren kann. Der Zug. So, jetzt sind wir in Vorbach. Ganz nettes Örtchen, wie mir scheint. Okay, die wissen nicht, wo sie lang wollen. Ich habe eh keine Ahnung. Ich kenne diese Strecke hier überhaupt nicht. Ich bin hier noch nie lang gefahren. Ja, dann bieg doch ab. Soll ich einen Sack Kartoffeln hinterher schmeißen? Meine Jüte noch einmal. Wiggle, wiggle, jiggle, jiggle. Jetzt wird's spannend. Jetzt geht's hier, glaube ich, wieder ein bisschen bergauf. Bin ich echt gespannt auf die Strecke hier. Es ist schon ein bisschen Schatten hier auf der Seite hier vom Tal. Wobei im ganzen Tal ist es eigentlich schon schattig. Ich glaube, die beiden werden mir auf jeden Fall gleich davonziehen. Aber das ist in Ordnung. Ich hab's nicht eilig. Und so schnell habe ich die da schon wieder kassiert. Vielleicht haben die auch auf mich gewartet. Wer weiß, wer weiß. Oh, schöner Audi hier.
An der Spielhalle. Das ist ja krass. Mitten im Schwarzwald hier in der Spielhalle. Oh Mann, Glücksspiel macht auch vor niemandem und keinem Halt. Das ist doch der Wahnsinn. Macht das nicht, Kinder und Erwachsene. Kinder sowieso nicht, Erwachsene aber auch nicht. Glücksspiel ist scheiße, ne? Wissen wir Bescheid. Hauen wir hier noch die letzten km/h raus. Die letzten km/h. Schöne langgezogene Kurve hier. Gefällt mir, gefällt mir. Ah, ich bin noch ein bisschen vorsichtig, ganz entspannt. Alter, ist die langgezogen. Das ist ja geil. Das macht ja mal richtig Laune. Das war eine Tenere. Das ist ja auch eine Traummaschine von mir, ne? Die finde ich richtig geil. Die Yamaha Tenere. Oder so eine ältere, also die wurde, glaube ich, irgendwann umbenannt. Die alten Modelle heißen, glaube ich, noch XT600 oder sowas in die Richtung. Finde ich richtig, richtig geil, muss ich sagen. Also irgendwann mache ich mal den großen Schein vielleicht und dann hole ich mir so eine Mopete. Hier war ich schon mal, hier habe ich mal Fotos gemacht. Hier habe ich mal einen Fotoauftrag gehabt. Krass. Habe ich jetzt wieder erkannt. Geil, lustig. Jetzt geht es hier bergauf auf eine kleinere Straße. Hier wieder so eine schöne Formel-1-Kurve mit rot-weiß gestreift. Lieb ich ja, lieb ich ja. Das ist halt das Ding, ne? Die kommt hier nicht so richtig aus dem Quark hinten raus. Wenn es bergauf geht, ist halt einfach, da ist halt einfach Feierabend. Da fehlen so ein paar Peseten, nee, nicht Peseten, PS. Ich kann natürlich runterschalten, aber dann dreht die ja auch immer so ultra hoch. Also 8000 geht ja noch jetzt, ne? Aber ja, ist halt so, ne? Ich glaube, ich muss echt den großen Schein machen. Ich habe richtig Bock! Ich habe richtig Bock! Oh Mann, aber ist vielleicht auch ganz gut so. Chilliger Dude, moin Meister! Geht hier schön in die Kurve rein. Oh Mensch, so. Ja, und schalten hier. Eieiei. Da zieht keine Wurst vom Teller. Ich mache in der Post-Production im Schnitt einfach doppelte Geschwindigkeit, 200% oder so. Dann sieht das auch schnell aus. Aber echt eine schöne Strecke, ne? Also. Herrlich, hier schöne Kurven. Das ist schon schön. Das ist schon echt sehr, sehr schön. Aber ganz schön steil, das sieht man gar nicht wahrscheinlich, aber hier hat schon eine ordentliche Steigung drin. Was haben wir hier für ein Plakat? Vorsichtig sein, ja. Hier direkt, das geht aus, raus hier an die Raser. Reiz mit Risiko, klar. Das verlockt natürlich zum Schnellfahren. Ist bei mir gar nicht möglich. Also ich habe hier eine eingebaute Kindersicherung. Aber guck mal hier, ist das nicht eine geile Kurve? Oh, geil. Ist das eine geile Kurve? Ist das eine geile Kurve? Oh, da kommen die schnellen Leute von hinten. Eieiei, die ziehen bestimmt gleich vorbei. Das wird spannend. Ja, da kommen sie. Das sind auch 125er, krass. Aber die haben ein bisschen mehr Dampf. Ja, ja, ja. Alter Vater. Alter Vater. Naja, ich übe noch, ne? Das ist das erste Mal, dass ich so eine Strecke fahre, Leute. Das ist ja krass. Die Supermoto-Gang hier. Das riecht auch richtig nach Rasenmäher. Schön Zweitakter, ey. Ah, und da sind wir schon an der Schwarzenbach-Talsperre. Das ist hier einer der beliebtesten Ausflugsziele im Nordschwarzwald auch. Habe ich letztes Mal schon zum Mummelsee gesagt. Ne? Aber hier ist ja, so ein Biker-Treffpunkt, kann man vielleicht eher sagen. Also es ist ein beliebter Biker-Treffpunkt. Moin, ganz schön windig hier. Ganz schön viel Bewegung im Wasser. Und da gibt es ein Eiscreme oder was Kleines zu essen. Tag schön. Hier gibt es schöne Parkplätze. Ja, moin. Schön. Parki, Parki. So, es geht weiter. Wir haben hier eine kleine Bratwurst gegessen. Moinsen,
Sag mal Leute, meine ernste Frage, wenn ihr auch Motorrad fahrt, ne? Oder Mofa oder Moped oder so, singt ihr im Helm? Pascal und ich sind ja der Meinung, dass jeder, der Motorrad fährt, auch im Helm ab und zu mal singt. Also schreibt das gerne in die Kommentare, ob ihr singt oder nicht. Das ist das erste Mal, die erste richtige Saison. Jetzt kommt noch einer von hinten. Keine Ahnung. Oh. Auch eine nette Maschine. Also Leute, nur mal zur Erklärung, das ist jetzt die erste Saison, die ich hier im Schwarzwald richtig fahre. Also ich habe die Maschine zwar im letzten Jahr haben wir schon gekauft, aber ja, da bin ich hier noch gar nicht so viel gefahren. Tag schön, Tag schön, Tag schön. Herrenbiest, auch ein nettes Örtchen übrigens, sehr zu empfehlen hier. Gibt eine kleine Kirche und auch von hier kann man schön auf die Badener Höhe laufen. Da gibt es einen coolen Aussichtsturm. Also kann ich auch nur sehr empfehlen. Da fahren sie mir alle davon. Mann, oh. Jetzt hole ich sie mir doch. Da hängt er sich raus. Okay, okay, okay. Also, mit jeder Kurve lerne ich hier was dazu. Das ist schon spannend. So, rote Ampel hier. Rechts. Nee, geradeaus. Eieiei, was war das denn für eine Pappnase, ey? Alter Falter, mit seinem Dodge Ram hier oder was ist das? Das war nicht ohne. Hat er auf uns gewartet. Geile Kurve hier, du alter Falter. Auch eine schöne Strecke, du meine Fresse, ey. Heute richtig was erlebt, du. Und dann noch mit den beiden Knalltüten hier, du, unterwegs. Ah, das macht schon Spaß. Und kein Müh schneller, der mit seinem dicken Truck da vorne. Also das war ultra unnötig vorhin, dass er überholt hat. Er wird auf jeden Fall gewinnen, ne? Bei so einem Zusammenstoß mit der fetten Korre, würde ich zumindest mal behaupten. Alter, richtig shaky hier. Der LKW auf der Straße und alle haben Wandel gehabt. Unfall. Wie viel Sprit hat er noch? Keines mehr. Wie viel Sprit hat er denn noch? Gar nichts mehr. Wie viel Sprit hat er noch? Zwei noch. Ja, fuck, fuck, fuck. Wie weit kommst du damit noch? Wir können nach Ottenhöfen, da ist eine Tankstelle. Ja, ist schon weit. Also da vorne ist ein Unfall. Keine Ahnung, was genau da los ist. Hoffentlich kein Motorradunfall. Oder hoffentlich halt keiner verletzt, ne? Keine Ahnung. Ich mache hier mal aus. Scheiße, scheiße, scheiße. Da kommt noch ein Polizeiwagen. Das sieht nicht gut aus. Keine Ahnung, was da los ist. Hoffen und beten wir, dass nichts Schlimmes passiert ist. Wir sind jetzt umgedreht und fahren zurück. Da kommt Pascal auch. Ja, Flo ist schon weiter vorne. Schauen wir mal, ne? Einfach mal 10.000 Umdrehungen, Digga, Alter. Das arme Motörchen, da. Sind wir hier gerade auch vorbeigefahren? Ach, das ist die Kurve hier. Oio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